Hey Leute, hier ist euer TGO und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Diablo 3. Mit dabei ist wieder der Kilian. Hallo. Und im Hintergrund ist auch der Chrissy, falls man den irgendwie mal hören sollte. Ja, der Chrissy ist da mehr oder weniger passiv dabei. Vielleicht hört man ihn hin wieder im Hintergrund. Genau. Und ja, wir fangen an hier. Wir suchen den überfluteten Tempel. Unser nächstes Ziel Da ist sind der wir doch schon. überflutete Tempel. Ja. Ich werde schon einmal dorthin gehen. Warte mal, die Sprachlautstärke ist Leber hier ein bisschen anderen in leiser. seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Ist es aber Seid nicht. ihr in Oh. Fallen? Ups, jetzt werde ich bei Skype angeschrieben. Nein, Ich hoffe, jetzt die geht nichts Verteidiger weiter. kannten keine Nephalem mehr. Also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Ja, und es ist schon 20:55 Uhr. Ich hebe die Und Brücke an, damit ihr sie überqueren der könnt. gute Chrissy hat heute Geburtstag. An einem 26. April. Wenn dieser Part online kommt, wird es wohl etwas später sein, also 26. Würde ich mal so behaupten. Jo, und dann laufen wir gleich mal weiter, ne? Kommst du? Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Kilian. Ich bin schon unterwegs, keine Sorge. Ich bin dir bald der Hund schon wieder. Ja, und vor einer Woche hatte ich Geburtstag und die beiden Bayer. Bayer? Nennen wir es Bayer? Bayern. Die beiden Bayern sind uns ja, vorbeigekommen. An uns vorbeigekommen. Zu uns vorbeigekommen. Sind sie beide scheiße. Nein, sie wurden verdammt. Was hältst du denn von neues Wissen? Guter Kilian? Keine Ahnung. Hau rein, wenn du willst. Jo, mach ich jetzt. Nebel sind stärker als die meisten lebenden Toten. Doch sie erwerben ihre Widerstandskraft durch grauenvolle Methoden. Sie laben sich an menschlichen Leichen. Diese Kreatur. Das geht noch nicht. Jetzt hat er es unterbrochen. Das ist echt. Ich hasse das hier mit neuem Wissen. Irgendwie ist es total blöd gemacht. Du hast gar keine Zeit, dir das anzuhören. Außer wenn du alleine spielst. Warum ist das überhaupt eine Krypta der Uralten? Wo wollen sie denn wissen, dass hier uralte Leute wohnen? Nicht genug Wut. Ich könnte ein bisschen Unterstützung brauchen. Ich unterstütze dich ja schon genug, indem ich alles abhalte, was zu dir rüber will. Okay, oder so. Du musst hier nur bekämpfen, was. Das Gelbe ist gedroppt. Weiter links. Drück mal rauf, dann können wir hier mehr graben. Ich muss nur was? Und dieser Hund, ne? Dieser Hund. Also nächstes Jahr, wenn ihr vorbeikommt, Was ist dann? Ja. dann werde ich wohl alleine wohnen oder bei meiner Freundin oder sowas. Solltet ihr einmal Und dann kriegen wir hier keine zahnlosen Schäden oder sowas. Hoffentlich nicht. Ich habe ein Buch angeklickt. Dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Er wird auch bald sterben, aber kann noch so ein komisches Buch schreiben, ne? Immer kompliziert. Oh, da sind so eine grüne Viecher. Ich komme direkt. Oh. Noch nicht bereit. Oh, hier ist ein gelber. Der macht irgendwie Lava oder sowas auf dem Boden. Niemand hält mich. Eigentlich bist du ja der, der mehr. Eigentlich bin ich ja der, der mehr aushalten sollte. Irgendwie ist das nicht gern. Ja, bestimmt wie in dem Paragon. Paragon. Paragon, also. Ja, ich habe da einiges in der Defensive auch schon verteilt. Muss man ja. Ja, das fällt ja sofort um.
Ich habe da ziemlich viel Widerstand gegen alle Schadensarten mit drin. Ich bin nicht froh, wenn ich irgendwann mal alleine wohnen sollte. Dann kann man hier ganz ungestört aufnehmen. Ohne dass hier irgendjemand irgendwelche Leute rumschreien. Meine Güte. Warte mal, ich habe hier ein Level Up. Nee, hatte ich doch auch. Moment, muss sowieso mal kurz mein Inventar schauen, ob ich irgendwas gefunden habe, was da wieder besser ist. Aber nee, sieht nicht so aus. Aber ich habe hier noch einen. Ich habe die Ruhestätte des Krieges gefunden. Wenn du kurz wartest, dann komme ich dir gleich hinterher. Zusätzlichen Schaden. Hier. Was macht der? Jeder Treffer eure Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Kannst du schon weiter? Ich verhau hier in der Zwischenzeit ein paar Viecher, die hier vorbeikommen. Ja, lass das mal lieber so wie es ist jetzt. Was ist denn? Führt einen Vergeltungsschlag aus, der euch pro getroffenen Gegner heilt. Das hört sich schon nicht schlecht an. Der hört sich echt nicht gut, der hört sich echt nicht schlecht an. Und Stapfen mache ich hier rein. Bist du da? Ja, okay. Ja, dann komm her. Warte. Nerv am Stahl, die Prüfung. Ja, der Rüstungswert 50%. Nerven aus Stahl. So, ich bin unterwegs. Da bist du. Hallo. Lauf doch nicht weg. Hi. Doch. Riech ich so? Ja, du bist ein Barbar. Was erwartest du? Schön. Ja, Barbaren stinken nicht. Kennst du den Barbaren, die Sparen? Ne? Ich kenne nur die Rhabarber, Barbara, Barbaren, Barbier, Bier. Und dann gibt's noch die Barbaren, Barbaren, ich will nicht wissen, wie lange die dafür geübt habt, sowas zu sagen. Ach, das geht eigentlich. Meinst du? Die Barbaren, Die Rhabarber, Barbara, Barbaren, Bier. Jetzt soll ich selber Wurstelt. Warte, die. Würstel? Würstel? Warte. Och, krasse Schwurf. Yeah. Ja, du kannst es noch. Ich hab's auch jeden Tag habe ich's geübt. Irgendwann erkennt man auch nicht mehr, dass es von dir ist. Meinst du? Das ist so ein Kontrollpunkt in der Mitte. Ja, nimm ihn halt. Ist der schon aktiviert oder? Das geht noch nicht. Sag mal, was wollen die Viecher denn von mir? Hau doch mal ab. Wo bist du hin? Dorthin, wo ich hin muss. Ich kannst dich ja auch, glaube ich, zu mir porten, oder kann nur ich das zu dir? Wie denn? Geh mal auf mein Symbol in der Gruppe, also das Symbol, mach einen Rechtsklick drauf, dann müsstest du dich zu mir porten können. Ja, wenn du kurz wartest, dann komm ich. Tempel steht hallo. Euch offen. Tretet ein und besiegt ich habe inzwischen seit hier mal den Tempel aufgemacht. Ich glaube, wir sollten uns mal die Synchronitäten hier ein bisschen anhören. Ne? Wir laufen hier durch wie warme Semmeln. Warme Semmeln laufen aber nicht. Außer sie liegen zu lange. Das ist natürlich eine andere Sache wieder. Wieso stört er nicht? Weil er keine Lust hat dazu. Jetzt kommen hier so ganz viele Bosse. Bruder Larell. Bruder Moik. Soll ich diese Namen hier aushängen? Oder die Blizzard-Entwickler, wer denn sonst? Die waren sowieso Storm bei dem Spiel. Zwischendurch. Es gibt ja irgendwie so ein Cool-Level, habe ich gehört. Nee, es gibt eben kein Cool-Level. Es gibt ein Pony-Level. Ja, oder Pferde-Level. Was ihr seid. Also ich denke, ich bin ich. Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Mach mal up. Warschausch gesagt.
Ich habe hier nur eine neue Brust gefunden und einen seltenen Ring. Und da muss ich mal schauen, ob der vielleicht sogar besser ist als einer meiner alten. Okay. Ach, Magda, die dürfen wir ja später verkloppen. Ich weiß, gegen die habe ich schon gekämpft. Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen. Im zweiten Teil oder in der Erweiterung muss man gegen die Mutter kämpfen, ne? Kann das sein? Uff. Weiß ich noch nicht, ich habe mir da noch nicht wirklich was angesehen dazu. So ein Let's Play gesehen habe, muss man da irgendwie gegen die Mutter kämpfen. All diesen Jahren am Leben sein? Sie versucht eure Gedanken zu beherrschen. Verschließt euch vor ihr. Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Sie spielt mit uns. Sie wird aber sterben später. Ich kann das nicht anklicken, hier ist kein Ding. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach ihrer. Okay, dann gehen wir mal nach Neutristram zurück. Da redet nicht. In missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Und nicht anklicken, bitte. So, jetzt können wir. Warte, hier ist. Ich habe das zweite Stück des Schwertes. Mit nichts drin. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein. Fischerdorf zu rasen. Deckard Cain stirbt nachher. Jetzt hast du gespoilert. Ach, wer das nicht weiß, der hat eingeschlafen. Der hat eingeschlafen, genau. Ja, vor allem eingeschlafen. Jetzt haben wir hier noch alle Gegenstände reparieren, natürlich. Ich weiß nicht, ob wir uns Tränke kaufen sollten. Ich glaube ja nicht, ne? Können wir uns da hinporten? Ja. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz was schauen. Kannst du ja gleich hinter mir herporten. Ich lauf schon mal vor. Und wenn, du wirst ja eh 10.000 Kilometer schneller als ich. Ich kenne dich ja. So, ich spreche jetzt mit diesem Fährmann, ne? Ich benötige eine Fähre nach Workon. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Ich werde gerade hingefahren. Ich lauf schon mal vorne. Ich bin eh gleich bei dir. Jo. Hier bin ich. Moin. Lange nicht mehr gesehen. Aber gleich wieder erkannt. Ja, hat er was. Irgendwann kommst du auch in Schwitzen. Irgendwann. Wann wird das sein? So in ein, zwei Jahren. Also wenn du alleine spielst, hast du auf jeden Fall mehr Zeit. Chrissy hat einen legendären Speer neben mir gefunden. Ich würde sagen, er soll mal hier mit in die Lobby kommen. Und kann uns den ruhig mal geben. Was spielt er? Barbar oder? Ja, er spielt immer noch Kreuzritter. High Five! Ah, ja, hast du ja schon gesagt. Ich muss jetzt kurz High Five geben. Ja, ich will so. Auch High Five, gib her! Moment. Wie mache ich jetzt ein High Five mit dir? Warte mal kurz. Ich kann mir in der Zeit zu lang. Autsch. So, jetzt hast du ein High Five. So, jetzt sammle ich hier die Sachen ein und dann gehe ich ganz. Spreche mit. Nein, jetzt. Ach Mann, ich wollte das neue Wessen gerade anklicken. Naja, egal. Das Schwert ist vom Himmel gefallen. Es ist verzaubert und leuchtet. Wisst ihr etwas davon? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit! Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Wir sind froh, es loszuwerden. Oh, ich habe einen Gürtel bekommen. Oh, ich habe eine seltene Faustwaffe bekommen. Die macht wesentlich mehr Schaden als mein restliches Zeugs. Ich leg mal ganz kurz meine alte Waffe in die Schildhand und ja, tausche da mal ein bisschen was aus. Ich rede hier gerade mit Magda. Alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. So, jetzt müssen wir noch mal Trist mal.
Neutristram? Meine Güte, sind da viele T's drin. Ja. Und dann... Kane stirbt doch jetzt, glaube ich. Warte. Wir müssen zusammen rein. Annehmen. So, jetzt boxen wir die um. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Leia wird einen schrecklichen... Ist das eigentlich nur eine Illusion, Illusion, dass sie da ist, oder? Ich gehe mal nicht von aus. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Bei ihr weiß man ja nicht. Meine Meister Belial jedoch. Und was soll das sein? Ist das irgendwie so ein Schmetterling da auf ihren Schultern? Das sieht mir eher aus wie Motten. Leia, dreh durch. Alle Leute zerfetzt. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach... Nein! ...gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Was ist das eigentlich für ein ekliges Gefühl, wenn man in den Treibsand versinken würde? Oder? Das kann niemand. So, wenn die Cutscene zu Ende ist, machen wir ganz kurz einen Cut. Aber es gibt... Und machen uns den neuen Part auf. Muss wieder zusammengefügt werden. So, jetzt hat er das Schwert zusammen und jetzt kriegt der Typ das nachher. Und dann schade, dass man das selbst nicht nehmen kann, das Schwert. Das ist Tyrael-Schwert, was willst du machen dabei? Ich kann es auch nehmen und dann noch rumschwingen. Finde ich. Ich finde die Cutscenes eigentlich immer voll gut. Jetzt ist Deckard Kane gestorben. Alles nur wegen dieser Magda. Unmöglich, oder? Wie findet ihr das, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Und wir verabschieden uns für diesen Part. Haut rein.